dann sind wir hier auch fertig. Kann eigentlich irgendwer, einfach so aus Interesse, die Kreuzschere lernen? Ist eigentlich auch eine gute Attacke. Nein, hätte mich auch gewundert, aber man kann ja mal gucken. Dann bitte einmal zurück nach Fleetburg. Da haben wir das Backtracken auch geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Hallo Dark Spirit. So. Aber ich glaube, leveltechnisch müssen wir uns da echt keine Sorgen machen. Aber ich nehme trotzdem alle Trainer auf der Eiseninsel mit. Einfach aus Prinzip. Die Sache ist, wenn ich irgendwann die Rematches machen wollen würde und auch das Rematch gegen den Partner von der Eiseninsel machen wollen würde, dann müsste ich einen Slot im Team freilassen für das dumme Ei. Oder habe ich keinen Bock drauf? Aber ich weiß es prinzipiell, dass ich einen Slot bräuchte. Aber wenn ich die Rematches wirklich mache, kann ich ja nochmal eben kurz hier hin und das Ei holen, meine Güte. Dein Togepi will sich einfach nicht entwickeln. Viel hin und her laufen. Habe ich bei meinem auch gemacht. So, ich möchte zur Eiseninsel, bitte. Frag mich nicht, warum das Ei nicht in die Box geportet wird. Das wäre so viel praktischer. Aber nein, super umständlich mit der Eiseninsel. Aber da wären wir auch schon. Ich würde ja auch behaupten, man hat doch verhältnismäßig oft hier schon 6 Pokémon, deswegen ist es schon... Ne? Nervig. Wer wohnt hier jetzt nochmal? Niemand. Vielleicht Urs, aber okay. Hallo. Und du bist? Ah, Svenja, also ich bin Urs. Ich bin ein Trainer und ja, mir haben schon einige gesagt, dass dies ein seltsamer Ort für Trainer ist. Da sind voll viele Trainer drin, aber okay. Na, jedenfalls ist es immer nett, Leute aus demselben Metier zu treffen. Hier, bitteschön, ein Geschenk für dich. Danke. Brauche ich das da drin eventuell schon? Achso, ich kann es sowieso nicht benutzen. Ja, dann brauche ich es auch keinem beizubringen. Dann wollen wir doch mal. Und wäre das jetzt nochmal links oder rechts? Man weiß es nicht. Nehmen wir erstmal die Seite. Ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, so schnell wie möglich zu Urs zu kommen, weil ich nach jedem Kampf geheilt werde, aber das passt schon. Kloppen wir uns erstmal hier so ein bisschen durch. Also prinzipiell mag ich die Eiseninsel schon ganz gerne nochmal so als ausgelagerte Trainingsstätte für die Arena. Ich weiß nicht, muss man die Eiseninsel machen? Weil prinzipiell ist ja Team Galaktik hier. Aber ob das wirklich relevant ist, weiß ich nicht. Aber ich mache sie einfach aus Prinzip immer. Gibt so Dinge, die gehören sich einfach. Und meistens brauche ich die Level auch. Ich meine, das ist optional. Könnte ich mir halt auch vorstellen. Gut, Stärke wäre natürlich schon ganz nett mitzunehmen. Klar. Aber sonst? Können die mal aufhören, so viele Wasser-Pokémon zu haben? Ich hab doch keinen Donnerblitz. Ich habe ja nur die kleine Schockwelle, die dafür herhalten muss. Na, das geht. Aber interessant, wie viele Themen wir heute schon hatten. Von Freundschaft und Gamescom und Ämtern und Telefonieren war irgendwie alles mit dabei. Finde ich gut. Reicht mein Schattenstoß? Also Necro levelt mir schon so ein bisschen davon, aber er hat halt die Schockwelle, was gegen die ganzen Wasser-Pokémon super praktisch ist. Na, ich sag mal so, du kannst ja auch zur Eiseninsel dir Stärke holen und wieder gehen. Hat ja niemand gesagt, dass du Urs zwingend hinterher musst, ne?
Also von daher gesehen, die eigentliche Eiseninsel ist dann schon optional. Und in Diamant und Perl gibt es ja auch woanders Stärke. Vielleicht haben sie auch die Stärke bewusst halt hierhin verlagert in dem Spiel, um die Eiseninsel so ein bisschen weniger optional zu machen. Weiß ich nicht, ich habe die halt schon immer mitgemacht. War das nicht auch wieder so ein Ort in Bloody Platin, wo irgendwelche gemeinen Legis auftauchen konnten? Wobei, überall in Bloody Platin konnten irgendwelche gemeinen Legis auftauchen. Würde ich auch nicht nochmal spielen wollen. Dann hier lang. Da noch irgendwas versteckt? Nö. Dann halt nicht, ne? Wo musste ich denn jetzt lang? Ich weiß es nicht. Erstmal das mitnehmen. Nur wie gesagt, ich glaube, mein Stein für Togekiss liegt eh erst ganz am Ende beim Rausgehen. Aber ich nehme natürlich auch so alles mit, logisch. Aber es gibt mit Sicherheit Bloody Platin Nuzlocks und es gibt vielleicht auch Blind Nuzlocks dazu. Problem ist einfach, ich mag ja Pokémon Hex und Fangames ganz gerne, weil ich das immer ganz spannend finde, was Leute so für Ideen haben. Plus ist es ja wirklich so, als würdest du halt ein neues Pokémon-Spiel blind spielen. Das ist immer voll cool eigentlich. Nur, du hast halt wirklich so Hex oder Fangames, ist ja egal, die halt schon ziemlich geil sind. Also wo du halt wirklich Spaß hast und wirklich merkst, okay, da steckt super viel Liebe drin und die spielst du auch gerne. Und dann gibt's so Griffe ins Klo. Ne? Also ich sag mal, Pokémon Gaia fand ich zum Beispiel echt gut. Recht basic, aber echt gut. Und hier Pokémon Zeta Omicron und Insurgents fand ich jetzt nicht zwingend schlecht, nur vielleicht ein bisschen vollgepackt mit Ideen. Nennen wir es mal so. Obwohl man im Stream auf dem dunklen Hintergrund nichts lesen konnte. Aber Luigi, Dankeschön für 8 Monate Treue. Und schön, dass du jetzt entspannen kannst. Und Bloody Platin ist ja wirklich mehr eine Modifikation, würde ich jetzt behaupten. Und prinzipiell könnte man jetzt sagen, okay, es hat seine Daseinsberechtigung, es ist quasi wie der Hürdenmodus in Schwarz und Weiß 2, halt nur für Platin. Aber das stimmt ja noch nicht mal. Es ist nicht der Hürdenmodus, es ist der Unfair-Modus. Also was ich halt in Bloody Platin echt geil fand, war diese Pokémon-Vielfalt. Was ich nicht so geil fand, waren A, die random Legis, die einfach auf Route 2 auftauchen konnten, wo du selbst irgendwie Level 5 hast und dann irgendwie Level 70 hatten. Das war einfach nur trollig. Punkt. Und halt die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga war so unfair einfach nur. Deswegen, also die Pokémon-Vielfalt war schon cool. Und auch, dass die normalen Kämpfe schwieriger wurden. Aber das war halt nicht ausbalanciert. Aber da ich nicht dafür bekannt bin, Projekte abzubrechen, habe ich es dann halt trotzdem durchgezogen. Kann den Subcounter nach dem Raum mal updaten, bevor wir quasi zu Urs gehen. Deswegen, ich habe ja noch nicht mal was dagegen, wenn Spiele einfach nur so leicht modifiziert wurden. Es gibt ja auch noch hier Blaze Black und World White und Sacred Gold, Storm Silver. Ich glaube, es sind alles eher so Modifikationen. Dann gibt es halt so Hacks, die schon auf den Spielen basieren. Und dann gibt es wieder so ganz eigene Dinge. Kann halt alles cool sein. Nur wenn du halt sowas wirklich blind machst, es kann halt immer ein Griff ins Klo sein, wie gesagt. Aber im Stream ist es nicht ganz so schlimm. Kann man zusammen leiden und zusammen lachen. Bei Pokémon Quarz auch beides gleichzeitig. Wobei, Araya, ich habe ja gehört von vielen anderen Leuten, dass Glazed halt super toll sein soll. Hat sich ja für mich damals auch toll angehört. Also es sah optisch schön aus, Pokémon-Vielfalt. Es gab, glaube ich, auch 2 Regionen und so. Der war halt nur nicht wirklich balanced. So gar nicht balanced. Aber prinzipiell, deswegen freut mich das gerade, das zu lesen, habe ich eigentlich von allen Leuten immer nur gehört, dass Glazed einfach super toll sein soll. Und ich so, ja, nee. Vor allem gibt es ja mittlerweile sogar Blazed Glazed, glaube ich, was dann nochmal schwerer ist als Glazed,
weil dem Entwickler Glazed zu leicht war. Und ich denke mir so, excuse me? Ja, wie gesagt, das wird echt gefeiert. Dann frage ich mich manchmal, ob ich einfach nur zu blöd dafür war. Ich wäre ja schon mal gewillt, da irgendwann nochmal reinzugucken. Jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr Hackerfahrung habe. Und weiß, wie man sich Sonderbonbons cheatet. Um mal zu gucken, was der Hack, abgesehen davon, vielleicht noch so zu bieten hat. So, dann hier weiter. Ja, es gibt ja auch noch super viele Hacks oder Fangames, die mir vorgeschlagen wurden im Laufe der Zeit, die halt sehr story-intensiv, glaube ich, sind. Also es gibt auch so ein paar wie, boah, wie heißen die denn jetzt? Reborn und Rejuvenation und Schlag mich tot, die halt auch echt so in Episoden unterteilt sind und dann wirklich auch viel Story haben und Sequel und Prequel und so. Ich weiß halt nicht, ob ich mir das noch so geben kann nach Zeta und Insurgents. Ino, kann sein, dass der auch über 200 ist. Ich muss gleich mal gucken. Du weißt ja, der hat es nicht so mit dem Aktualisieren. Der ist nicht der Schnellste. Aber abgesehen davon laufen immer wieder Subs aus. Gerade die Geschenksubs, die nicht verlängert werden. Deswegen fällt er immer mal wieder runter. Das kann Milotic doch bestimmt lernen. Milotic hat schon einen Schweif. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich muss gleich mal gucken. Wenn das jetzt irgendwer von den anderen lernen kann, ne, so ohne Schweif, dann stirbt mein Weltbild erneut. Eisenschweifer irgendwo weiter oben, genau. Also ja, Milotic akzeptiere ich natürlich. Das Ding besteht nur aus einem Schweif. Wenn ich mir das so angucke, ist akzeptiert. Ey, komm. Dieses kleine Ding da hinten, ne? Wem soll das denn wehtun? Das akzeptiere ich vielleicht noch, weil es stachelig sein könnte. Aber gut. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn, keine Ahnung, Dick da Eisenschweif lernen könnte. Einfach, weil alles ist möglich. Guten Hunger, Lucy. So. Ich kann noch mal einmal kurz nebenbei speichern. Dann werde ich mal kurz den Subcounter aktualisieren. Das ist nämlich gar keine so schlechte Idee, das vielleicht zwischendurch mal zu machen. Da. Mikrofon vor Tastatur ist natürlich auch immer richtig gut. Ach nee, der hat ja... Oder? Ja. Das Lustige ist neuerdings, frag mich nicht wieso, wenn ich den Subcounter auf 200 stelle zum Beispiel, dann geht der automatisch auf 202. Das ist so, warum? Deswegen muss ich ihn jetzt immer zwei Punkte niedriger stellen, als er eigentlich ist, damit er letztendlich richtig angezeigt wird. Das soll mal einer verstehen. Ich jedenfalls nicht. So, wie jetzt habe ich ihn auf 200 gestellt, damit er die 202 anzeigt. Das ist so... Okay. Bisschen cheaten, aber... Why not? Und ich möchte nochmal betonen, das sind die Sub-Punkte, nicht die eigentlichen Subscriber. Also Subscriber sind noch mal ein paar weniger, weil ihr mit euren etwas größeren Subs auch mehr Punkte generiert. So, achso, ich soll auch wieder ins Spiel reinklicken. Das wäre so die Idee. So, hallo Urs. Möchte gerne mit dir zusammen durch die Eiseninsel gehen. Möchtest du mit mir durchgehen? Ach, ich habe gar keine Wahl. I see. Was, du musst mir zustimmen? Ich habe gar nichts gesagt. Ich glaube aber, die will ich lieber einzeln nehmen. Erstmal gucken, wie stark die hier sind. Punkte! Und schreiende Kinder draußen. Also ich
bin immer auch der Meinung, 300 ist ziemlich utopisch. Aber wie halt schon mal erklärt, ich wurde halt so oft immer gefragt, wann kommt das nächste Sub-Emote, wie viele Punkte, wie viele haben wir aktuell? Und ja, deswegen dachte ich mir, fügst du das einfach mal ein. Also ich finde auch irgendwie nicht, dass man das jetzt so als Ziel haben sollte, unbedingt diesen Counter voll zu machen. Ich finde es auch richtig cool, wenn man einfach vielleicht, ja, den hält, da wo er jetzt ist. Das fände ich auch schon richtig cool. Ach Robin, bald kannst du auch ein bisschen mehr machen. So. Wir bilden ein Team. Nee. Steh du mal daneben und heil meine Pokémon. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, wenn ich jetzt sowas wie Milotic vorne habe, würde ich vielleicht auch die Doppelkämpfe nehmen. Die Sache ist, ich wollte jetzt nicht mit Turgetic vorne in den Doppelkampf. Ich glaube, das wäre schmerzhaft geworden für mich. Und solange er mich heilt, ist alles gut. Nix gegen Urs, der Hasbando-Partner. Ja, Urs ist schon ganz nett. Das auf jeden Fall. Aber Jan ist halt einfach der ultimative Hasbando. Aber nur für mich. Achso, das war's schon. Einfach jetzt nur noch irgendwelche ganz ekligen, kitschigen Hasbando-Tweets auf Twitter packen, um die Leute zu vergraulen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hier jetzt eigentlich lang muss. Aber das werden wir schon herausfinden. Wenn wir die Feuerhürde geschafft haben, dann mit Sicherheit auch hier. Was ist das denn für ein Name? Ulysses? Wollte da jemand quasi eine Hommage an Ulysses quasi kreieren und hat sich dann verschrieben bei der Geburtsurkunde oder was ist da los? Hallo Juvia, geht's dir gut? Erdbeben in den Doppelkämpfen dürfte auch so richtig wehtun und zwar allen drei Pokémon auf dem Feld. Aber nicht dann hier sowas im Chat lesen wie Bisabord, das ist ja richtig nostalgisch. Oder auch diese ganz alten LP-Foren oder... Kennt jemand von euch noch Formspring? Also es gab ja dann hier Ask FM und davor war ja Formspring, hieß es glaube ich, der Shit. Also so Sachen, die man auch seit Äonen nicht mehr gehört hat. Ist genau wie Skype, benutze ich halt jetzt auch nicht mehr, jetzt wo ich Discord habe, ne? So... Hier haben wir schon mal das. Dann ist hier vielleicht noch ein Item. Perfekt. Hätte ich ein Pokémon, was tatsächlich eine legitim starke Elektroattacke hätte, würde ich den vielleicht sogar benutzen. Aber nicht für die Schockwelle. Also ich sag mal, ich habe ja auch nichts gegen Skype prinzipiell, aber ich finde... tatsächlich Discord für mich mittlerweile attraktiver. Ah, von da bin ich gekommen. Also ich sag mal, ich habe ja auch lange Zeit dann Skype noch benutzt, bevor ich dann auf Discord umgestiegen bin, obwohl da halt schon alle gesagt haben, Skype ist voll outdated und so. Aber irgendwann war dann doch so der Punkt, wo ich mir dachte, nee... So, ich sollte vielleicht eventuell nicht sofort auf das Erdbeben drücken und Urs zumindest erstmal eine Runde geben, um mir zu helfen. Dann kann ich immer noch auf Erdbeben drücken. Das Pokémon kommt mir irgendwie so bekannt vor, ich weiß auch nicht. Ja, Kai, ist ja wirklich so. Wir hatten ja schon ewig auf Skype unsere Konfi und ich dann irgendwann so zu Kai und Gracie. Leute... Ich will ab sofort Discord benutzen und die dann so, okay. Irgendwie stachel ich immer Leute an. Bei den Cosplays hier auch. Leute, ich will cosplayen. Okay. Hat
funktioniert? Oder so? Das war gar nicht meine Attacke, das war seine. Ups. Hat auch ohne Erdbeben geklappt. Das war auch gar nicht mal so schmerzhaft, wie ich gedacht hätte. Aber gut, Urs ist halt auch tatsächlich ziemlich nützlich, finde ich. So. Item. Ja, Ali, genau das. Das kann man auf dem Schwarz da oben echt nie lesen. Naja. Juvia, dankeschön, dass du Zurdes einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und Zurdes, viel Spaß mit unseren hübschen Emotes. Nee, Futaba ist immer noch mein einziges Cosplay. Ich würde halt schon gerne noch mal was anderes cosplayen. Weil sich da so ein bisschen hinterzuklemmen und wirklich ein Cosplay zu machen und dann auch so zu tragen, ist halt schon ziemlich cool. Würde ich halt schon gerne wieder machen, aber aktuell hatte ich halt keine Zeit mit der Hochzeit. Deswegen wäre das halt, wenn dann, erst was für den nächsten Japan-Tag. Gamescom wäre jetzt einfach zu knapp. Und ich weiß halt auch noch gar nicht, was, ehrlich gesagt. Aber ich würde schon gerne mal wieder. Mal gucken. Hat er jetzt auch keine Eile.